Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Schadtechnik-Update bei IG. In dem heutigen Schadtechnik-Update schauen wir uns aus aktuellem Anlass den deutschen Leitindex DAX an. Ja, meine Damen und Herren, seit einiger Zeit geht es aufwärts. Der DAX hat ein Ziel und das ist ganz einfach die 13.000-Punkte-Marke. Es ist noch gar nicht so lang her, da konnte der DAX auch den Bereich bei 12.000 Punkte überwinden. Das war im März, also noch gar nicht so lange her. Wenn wir uns das sogenannte Big Picture anschauen auf Monatsbasis, sehen wir, dass der DAX im Grunde seit Dezember des vergangenen Jahres grüne Kerzen aufweist, das heißt also peu à peu gen Norden marschiert. Wichtig war jetzt natürlich im vergangenen Monat, Ende April, schlossen wir oberhalb des bis dato historischen Hochs, des bis dato gültigen All-Time-Highs bei 12.390 Punkten. Das war natürlich jetzt ein weiteres charttechnisches Kaufsignal. Obwohl wir jetzt den ja nicht allzu beliebten Börsenmonat Mai begonnen haben, der Mai weist statistisch betrachtet in der Tat Kursrückgänge auf. Allerdings muss man hier sagen, in den sogenannten Nachwahljahren, das heißt, wir haben ja nun mal das Nachwahljahr in den USA, verzeichnet der Mai zurückblickend Kursgewinne. Das heißt also, die Aussichten sind eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir diese Börsenregel Sell in May and Go Away diesmal nicht haben. Also momentan, und wir haben jetzt gerade erst einmal ein paar Tage jetzt hier im Wonnemonat hinter uns, geht es auf dem Frankfurter Börsenparkett aufwärts. Wie gesagt, über dem Hoch bei 12.390 Zählern ist die technische Ampel auf grün gesprungen oder wieder auf grün gesprungen und die ehemalige und aus dem Jahr 2011 stammende Aufwärtstrendlinie bei aktuell 12.800 circa, da könnte der DAX jetzt hinmarschieren. Das ist also das nächste charttechnische Etappenziel und dann erst würden wir mitunter dann die runde Zahl bei 13.000 Zählern sehen. Einige Oszillatoren, ich kann jetzt hier mal gerne den auch für solche Fälle sehr beliebte Commodity Channel Index mal jetzt hier darstellen, sehen wir ganz gerne und jetzt hier mal mit der Standardeinstellung 12 Monate, also auf ein Jahr bezogen, dass der DAX in der Tat jetzt eigentlich schon seit Dezember des vergangenen Jahres in einer überkauften Zone sich aufhält. Und das ist natürlich auch gleichzeitig der Schwachpunkt an solchen Oszillatoren. Sie können auch den RSI nehmen oder auch die Stochastik nehmen. Diese Oszillatoren signalisieren eine Übertreibung, sie sagen aber nicht, wann kommt es zu einer Korrektur. Das heißt, wir haben jetzt schon seit Dezember diesen Extrembereich. Dieser kann aber auch noch, oder der überkaufte Zustand kann durchaus noch eine Weile andauern. Das heißt mit anderen Worten, wir könnten durchaus das Ziel von 12.800, 13.000 sehen und dann kommt es vielleicht sogar auch saisonal betrachtet erst in der zweiten Jahreshälfte zu einer Konsolidierung. Sollte trotzdem jetzt mal Gewinnmitnahmen eintreten, was ja natürlich nach dem jüngsten Kraftakt wirklich kein Wunder wäre, sicher natürlich das besagte ehemalige Rekordhoch bei 12.390, 12.375, wenn wir auch noch auf Wochen- und Tagesbasis runtergehen, nach unten ab. Und wir sehen hier auch im Monatschart den steigenden, nachhaltig steigenden, gewichteten 10-Monats-Durchschnitt bei 11.863 Zählern. Wir haben dann noch auf Wochen- und Tagesbasis bei rund 11.800 eine solide Unterstützung und natürlich auch zu guter Letzt hier im Big Picture zu sehen, den doch sehr solide Unterstützung im Bereich bei 11.486 Zählern. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.